Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Foundation, hier bei Heisenberg zockt. Wow, buntes Treiben hier auf dem Marktplatz. Ja, und ich habe herausgefunden, wie wir an unsere Erze rankommen, so schwer war es gar nicht. Oh, Moment, das wollen wir natürlich auch noch schnell machen. Wir brauchen hier Schatzkammern, dort wo wir es einrichten können. Genau, einmal Schatzkammer und hier unten haben wir nochmal was. Schatzkammer, dann haben wir hier 2000, jawohl, das war eigentlich genau was ich wollte. Ja, stattliches Herrenhaus. Gar nicht schlecht. Also hier, Erzmine. So schwierig ist es gar nicht. Wenn man nämlich hier raufklickt, dann sieht man hier Gebäudeteile bearbeiten. Und schon ist man im Prinzip dort, wo ich hin wollte. Weil wir können hier einen Steinbruch bauen. Ein Rohstofflager. Wir haben einen kleinen Kran. Der ist einfach dekorativ. Aber die beiden Sachen hier, die sind wohl wichtig. Die brauchen wir. Ja, hängen wir mal dahin. Was fehlt? Retterwerkzeuge. Ach so, wahrscheinlich fehlt das hier. Deswegen kann ich noch nichts machen. Wo kommst du hin? Muss ich dich drehen? Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich hänge es aber mal hier hin. In der Hoffnung, dass das so richtig ist. Also eigentlich, das Spiel sagt nicht, es geht nicht, wenn ich das so hinhänge. Ich hänge es mal. Aha, dann haben wir Baubeginn. Zack, mach mal. Allerdings, oh Gott, das ist ja dermaßen weit weg, also das wird dann auch noch interessant. Dass wir hier nur die Bretter und Werkzeuge alle hingebracht haben. Aha, wir warten auf den Baumeister, okay. Dann würde ich sagen, wir machen noch was Dekoratives hier hin. Mal drehen. Tschüggedüng, tschüggedüng. Nochmal ein bisschen drehen. Macht das Sinn hier oben? Keine Ahnung. Ich baue es mal. Und dann haben wir noch... das letzte hier, ein Karren, der ist aber auch dekorativ. Den stellen wir mal dahin. So, Baubeginn. Trampelpfade erstellen. Und zwar hier rum. Oh Gott, die werden sich hier den Wolf laufen, bis sie da hinten sind. Na gut, wir können es nicht ändern. Wir haben keine Busse. Wir haben auch keinen Flughafen. Da müssen sie halt zu Fuß gehen. Was tut man nicht alles, um an ein bisschen Eisenerz ranzukommen, damit wir das dann nicht mehr handeln müssen. Aber im Moment, also, bevor natürlich das Ganze dort hinten steht... werden wir natürlich sowieso Eisenerz noch via Import beziehen müssen. Gut. Habt ihr auch ein paar Häuschen wieder hingestellt? Ich hoffe mal ja. Den mangelt es immer noch an Kirche. Jetzt haben wir zwei Kirchen. Wir haben hier eine. Dorfkirche. Jawohl. Und dann haben wir, wo haben wir die andere? Die ist noch im Bau. Okay, dann müsst ihr hier halt noch ein bisschen schuften. Dann können wir hier aber auch wieder Stoff geben. Werkzeuge. Werkzeuge produzieren wir zu wenig. Okay, wo haben wir unsere... hier unten. Eisen? Nein, das ist das falsch. Ich glaube, hier werden die Werkzeuge hergestellt. Nö, auch nicht. Eisenschmelze. Wo macht ihr gleich nochmal die Werkzeuge? Ich habe doch irgendwas hingestellt. Dass ihr Werkzeuge machen könnt. Das sind lauter Milchbauern. Bringt uns nicht viel. 4 von 4 Träger zugewiesen. Habe ich da noch gar nichts gemacht von wegen Werkzeuge herstellen? Können wir das selber gar nicht? Doch, also irgendwie, hä? Da steht's doch. Werkzeuge aus Kohle, Eisenerz. Okay. Jetzt ist halt die Frage... doch, wir machen nochmal eine Schmiede hin. Wir haben das Geld. Wir haben die Ressourcen. Also können wir auch zwei Schmieden machen. So, die passen gut hier hin. Baubeginn, Dankeschön. Wie gesagt, dann haben auch die Baumeister nochmal ein bisschen was zu tun. Auch wenn die hier eh schon ordentlich dran sind. Sie sind halt an der Kirche dran. Und wie sieht's hier hinten aus? Ist hier jemand zugange? Ja... aha, Clarentia ist der Baustelle zugewiesen. Wir gucken mal, wo sie ist. Macht sie sich gerade auf den Weg? Ich muss hier mal raus. Ja, doch, doch. Das geht nachher hinten. Ja, hier einmal durch. Oh, der Trampelpfad steht schon. Oh, zu zweit sind sie schon unterwegs. Okay, cool, dann wird hier gewerkelt. Also das funktioniert. Es ist zwar ein weiter Weg, aber der Trampelpfad, der ist bereits vorhanden. Dann kommt sie auch ein bisschen schneller in die Gänge. Sehr schön. Der Herr Gesandte. Ja, mein Lord, wem wollen wir helfen? Meinem Volk. Primär. Oh, da lässt sich keiner mehr nieder. Neuen Auftrag. Ja, ja, okay. Aufträge hin oder her. Wir müssen gucken, dass wir hier das mit der Kirche ein bisschen besser hinkriegen. Soll ich hier nochmal was ranhängen? Also viel haben wir in dem Sinn halt nicht mehr. Das ist dekorativ, dekorativ. Hauptgebäude. Sonst haben wir hier nicht viel mehr. Holzerweiterung. Doch, wir haben Holzerweiterungen. Bringt uns das was? Größe, jawohl. Hier auch.
Machen wir hier noch eine Holzerweiterung hin. Und hier gerne so ein Teil. Bau beginnen. Schön, so macht es natürlich Spaß, wenn man wirklich gar nicht mehr groß gucken muss, ob wir uns das leisten können, sondern einfach mal machen. Das ist natürlich schon sehr nett. Okay. Oh, schaut mal, die Bretter haben wir schon da. Die Werkzeuge fehlen halt. Das haben wir ja gerade in Angriff genommen. Dass hier nochmal eine Schmiede gebaut wird. Ich priorisiere die mal. Ja, die Sachen sind im Prinzip schon da. Er wartet noch auf den Baumeister. 3 Stück haben wir. Die müssen sich jetzt halt ein bisschen sputen. Hier unten bei der Kirche dasselbe. Bitte sputen. Ja, da fehlen die Werkzeuge. Deswegen habe ich das jetzt auch priorisiert hier. 2 von 2 Schmelzern passt. Das passt auch. Wir haben wahrscheinlich zu viele Arbeitslose. Was wir natürlich machen könnten. Ja, ich mache nochmal Sammler. Weil wir haben hier oben noch Land. Wo sind gleich nochmal? Hier, Sammlerhütte. So, guck mal, was wir hier haben. Machen wir gleich mal 2 hin. Damit wir wirklich genug haben davon. Sammler, Sammler, Sammler. So, und die sollten jetzt eigentlich auch hier sammeln, weil hier ja die Gebäude stehen. Gut, hätten wir. Aber wir müssen auch gucken, dass wir die Leute beschäftigen, würde ich behaupten. Ah, cool, 2 Kirchen, sehr schön. Sonst noch was? Nochmal kurz zu den Ständen wechseln. Oh, Moment. Wir erwarten schlechtes Wetter. Jawohl, das hatten wir schon mal. Wir haben 200 Brote. Ja gut, 7 Käse, das ist noch ausbaufähig. Aber die Brote, die reichen dicke wahrscheinlich, um hier die Leute zu ernähren. Zumal wir jetzt hier oben ja noch was machen mit Beeren. Würde also eigentlich funktionieren. Und ansonsten Baustellen. Sehr gut, Baustellen. Das heißt, wir haben Beschäftigung. Entweder zum Bauen oder danach. Oh, da bleibt aber keiner mehr bei uns. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ja, ihr mit eurem... Ist das denn tatsächlich die Kirche, die hier gefordert wird? Hat es zu oft an, wenn man halt rauf tappen könnte. War das nicht hier, dass man das irgendwie kann? Irgendwo konnte ich doch schon mal. 2 Durchreisende, Gebäude. Nein, hier steht nichts. Alles ist gut, ja. Das Gefühl habe ich nicht, dass alles gut ist. Wo habe ich denn das gesehen? Irgendwo habe ich gesehen, was das für Bedürfnisse sind. Beliebtheit, nein. Arbeitsliste, das war es definitiv auch nicht. Dorfbewohnerliste. Ja, das war es auch nicht. Der ist traurig. Warum? Mir fehlte kürzlich. Da haben wir das Symbol nochmal groß, aber da kann ich ja halt auch nicht draufklicken. Zufriedenheit 35. Das ist nicht okay. Aber das ist irgendwie Kirche und keine Ahnung. Oder dass wir zum Klerus eine zu schlechte Beziehung haben. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Irgendwann müsste man das doch besser betrachten können. Haushalt. Nein, der ist soweit okay. Wir verdienen ja Geld. Eine Hecke möchte ich jetzt gerade nicht bauen. Das möchte ich auch nicht haben. Und hier oben kann ich halt in dem Sinn nicht draufklicken. Dann war es aber wahrscheinlich schon hier unten. Grenzen, Hilfe brauche ich in dem Sinn nicht. Also brauche ich ja eigentlich schon, aber ja, bringt mir jetzt in dem Sinn nichts. Wie kriegen wir das hier gewuppt? Sammlerhütte fertig. Sehr gut. Gleich Leute zuweisen. 3 Stück. Sehr gut. Hier kriegen wir natürlich auch die Leute unter. Die ganzen Arbeitslosen. Das Teil ist noch in Arbeit. Hier wird auch noch gebaut. Na, hier fehlen die Werkzeuge. Und hier fehlen auch Werkzeuge. Die brauchen Werkzeuge. Echt jetzt? Moment. Das sieht schon so aus. Die brauchen Werkzeuge. Ja, ja. Aber sie sind ja die Werkzeuge herstellen. Das ist irgendwie auch noch interessant. Kann ich dir sagen, arbeite ein bisschen mehr? Nein. Kohle, Eisen. Das läuft eigentlich alles. Ja, müssen wir ein bisschen Geduld haben. Oder wir importieren halt nochmal ein paar Werkzeuge. Wir haben so viel Geld, also eigentlich ist es doof. Auch wenn wir es selber produzieren. Weil jetzt lässt sich auch keiner mehr nieder. Das ist natürlich Käse. Also Werkzeuge bitte importieren. Lieber zu viele Werkzeuge als zu wenige. Da, kaufen bis zum Wert. Dankeschön. Ja. Wie soll ich sagen, die Produktion, die läuft daneben her. Das ist eigentlich schon auch okay. Der Käse, das hat immer noch nicht wirklich angezogen hier. 5 Milch, einmal Käse. Ja, also Milch sollten wir haben. Oder können wir nochmal züchten? Wir züchten. So, nochmal 2 Kühe dazu. Nochmal eine Kuh dazu. So. Bestens. Wie sieht es hier hinten aus? Bei unserem Erzvorkommen? Ist da schon was ersichtlich? Nein. Sie warten immer noch auf die Werkzeuge. Okay.
Deswegen habe ich jetzt nochmal welche importiert, oder wir werden welche importieren. Man sieht, wir kommen sonst nicht hinterher. Also, dann kann man das auch importieren. Weil sonst bleibt auch der Bau natürlich überall stehen. Beförderung. 10,50, um alle zu befördern. Ich würde das glatt mal machen. Zack, alle befördern. Hier haben wir noch 89, das können wir eigentlich nicht bezahlen. Ich mache es trotzdem mal. Ja, da bleibt hier einfach ein Rest. Jetzt haben wir kein Geld mehr, das werden wir aber schnell wieder reinhaben. Gut, genug Beförderungen. Und dann haben wir nämlich hier eine neue Stufe. Herrenhaus Steinset, gerne. Und hier Taverne, gerne. So, langsam, langsam, jetzt, wir kommen wieder voran. Da muss ich mit dem Tempo runter. Steinset ist jetzt fürs Herrenhaus. Steht zur Verfügung. Wo haben wir das Steinset? Eine Steintür. Steinernes Hauptgebäude. Okay, kann ich das irgendwie umbauen? Oder kann ich das nur ranbauen? Ich würde sagen, wir bauen mal so ein Steinteil ran. Einmal diesen. Und hier hätte ich natürlich gerne nochmal einen Turm dazu, damit das auch noch was aussieht. Und einen Eingang. Zack, müsste passen. Ist zwar rot, aber Baubeginn. Cool. Und was haben wir noch? Eine Taverne. Fass. Da ist auch nochmal was dazu gekommen. Fassbinderei. Stellt Fass aus Bretter, Eisen und Werkzeugen her. Wow. Und bringt uns was? Was wollen wir denn mit Fässern? Aber wir machen eine Fassbinderei. Wenn wir es können, dann machen wir das natürlich. Ich möchte hier alles bauen, wenn es irgendwie geht. So, einmal so. Zack, da hatten wir für ein Momentchen noch zu wenig Geld, aber wir kriegen relativ ordentlich und schnell Geld rein. Können wir irgendwas noch ein bisschen gröber verkaufen? Milch haben wir eigentlich jetzt genug. Dann bräuchten wir wahrscheinlich tatsächlich nochmal eine Käserei. Die kommen nicht hinterher. Und hier brauchen wir natürlich noch Leute. Okay. Zugewiesen. Passt. Hier unten schnell gucken. Ne, das ist noch im Bau. Die Kirche ist auch noch im Bau. Ich mache nochmal eine Käserei hin. Völlig im Bau, war der Heisenberg. Naja, wenn man schon kann, dann muss man auch. Also, was wollte ich? Eine Käserei hätte ich gerne. Die könnten wir auch hier oben hinstellen. Zu der anderen. Dann haben wir alles ein bisschen in der Nähe. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, jetzt fehlt das Geld. Das sollte aber auch relativ schnell wieder reinkommen. Man sieht hier, das geht ja auch rauf. Machen wir mal schneller. Na. Ja, so, wir sind kurz davor. Jetzt. Baubeginn. Können wir da runter mit dem Tempo. Gut. Werkzeuge. Haben wir hier null. Schade eigentlich. Aber wir handeln die ja. Oh, da verlässt uns sogar jemand. Oh, hier geht es aber massiv wieder runter. Also an Häusern mangelt es und es mangelt tatsächlich hier immer noch an diesem Kirchendingens, wo ich nicht weiß, was das genau ist. Wir lassen das Tempo mal hier unten und werden hier mal nochmal Wohnraum einzeichnen. Ja, im Prinzip bis hier runter. Überall hier bitte bauen. Das sei euch gestattet und hier eigentlich das gleiche auch. Bis zum Tor runter. So, und Dingens müssen wir ja haben, also Rohstoffe, damit sie auch wirklich Häuser bauen können. Und hier guckt, wir haben Holz, wir haben eigentlich alles Mögliche. Wobei, ja, jetzt wird es wahrscheinlich Zeit, dass wir tatsächlich mal nochmal hier ein Dingens machen, Holzfällerlager. Und das würde ich sogar hier hinten machen, weil hier haben wir so viel Wald, dann werden sie hier wahrscheinlich auch arbeiten. Es ist halt nicht ideal, weil hier ist sonst nichts, das ist mir klar. Was man aber auch machen könnte ist, Moment, wisst ihr, was wir hier mal machen? Wir zeichnen hier mal ganz klein so ein Ding ein. Vielleicht stellen sie ein Häuschen hin, dann muss der Holzfäller nicht so weit laufen. Gut, jetzt muss ich dran denken, dass ich dort hinten auch noch baue. Das haben wir. Hier warten sie immer noch auf die Werkzeuge, das ist klar. Sagen wir, vielleicht doch mehr. Also hier nochmal ein bisschen zusätzlich. Sieht nicht so toll aus. Ich möchte hier mal noch mehr Milch verkaufen. Weil wir davon genug haben. Beeren. Ja, will ich mal lassen für den... Oh, da hauen tatsächlich alle ab. Ja, wegen diesem ollen Dingens. Schmuck haben wir keinen. Könnte man importieren. Marmor könnte man importieren. Man könnte eigentlich vieles importieren. Haben wir hier Steine gekauft? Come on. Verkaufen bis wert. Nee, kaufen bis wert. Nee, das hat schon gepasst. Um Gottes Willen, Heisenberg, jetzt nicht alles hier umstellen. Das passt schon. Eisenerz kaufen wir, das hat seine Richtigkeit. Marmor importieren. Bretter. Ja.
denke, bei der Milch können wir am ehesten was machen, weil langsam, also so richtig in die Gänge kommen wir hier finanziell nicht mehr. Und ich müsste halt wissen, was hier an den Bedürfnissen, was hier fehlt. Eben, die Häuser, das ist klar, wir haben nochmal Wohnraum eingezeichnet. Aber das andere ist fast das größere Problem. Sehe ich es hier? Nee. Regelanpassungen? Come on. Es wäre halt schon einfach hilfreich, wenn man irgendwo hier oben klicken könnte und dann sieht, was da fehlt. Wobei, vielleicht wenn ich auf einen einzelnen Bewohner klicke. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich versuche gerade das hier wieder loszuwerden. Wo hatte ich das? Hier oben. So, hier Escape. Gut. So, mal gucken, wenn der genug unglücklich ist. Wenn ich ihn erwische. Da. Dienstleistung. Aha, das hat mit Kirche in dem Sinn gar nichts zu tun. Was verstehst du unter Dienstleistung? Dienst. Es stand mal noch in den Kommentaren eben, das Tutorial ist leider relativ dürftig. Es wird tatsächlich nichts erklärt. Man muss das alles selber rausfinden, auch mit dem Handel eben, mit den Marktplätzen, dass da eins und Stand nicht reicht, weil man dort nur ein Stück verkaufen kann. Das finde ich ist schon richtig. Also es wird tatsächlich zu wenig erklärt. Ja, ich sehe hier nirgends Dienstleistung. Naja, gut, dann machen wir mal weg. Was verstehen Sie unter Dienstleistung? Vielleicht nochmal einen Markt, einen zusätzlichen? Wir stellen mal nochmal einen Markt hin. Welchen finde? Da, Marktplatz. Und da habe ich gesagt, das machen wir hier oben. Irgendwo, wo wir ein bisschen Platz haben. Gerne hier. Zack. Und dann so ein Teil oben drauf. Bestens, Baubeginn. Da würde ich sagen, wir machen gleich nochmal ein, weil, ja, Dienstleistung ist halt im Endeffekt, ja, Dienstleistung. Weil wir verlieren dermaßen viele Leute. Und da mangelt es vielen an der Dienstleistung. Kann es sein? Ja, hier haben wir Brote verkauft. Naja, ich mache nochmal ein. Kollege, wo warst du? Hier, Marktplatz. Machen wir den mal hier hin. Ahrenstand. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Wir machen hier mal so ein Teil hin. Einmal den drauf. Baubeginn, Dankeschön. Und ich mache gleich noch einen. Ich glaube, wir haben tatsächlich einfach zu wenig Marktplätze. Und den machen wir. Ja, können wir nicht hier oben nochmal? Hier. Geht das hier? Haben wir hier den Platz? Mal gucken. Nochmal so ein. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Ist alles ein bisschen eng, aber mein Gott, das Städtchen wächst halt entsprechend. Nee, das gefällt mir halt schon nicht. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt mit den Marktplätzen regeln können. So, hier haben wir, glaube ich, nochmal Schatzkammer. Nö, haben wir nicht. Oh, wurde hier jetzt das Steinding dazu gebaut? Nee, das ist immer noch in der Arbeit. Nee, das war's nicht. Aber hier unten, da fehlen Werkzeuge, allen Ernstes. Wir brauchen mehr Werkzeuge und wir brauchen wieder mehr Geld. So, mach mal die Marktplätze, das wäre relativ wichtig. Schaf züchten. Ja, warum nicht? Mehr Schafe könnte man eigentlich auch gebrauchen. So, ja, es macht schon Spaß, definitiv. Also, das ist cool. Mein Herr, ja genau, jetzt kommt das schlechte Wetter. Wir sind aber relativ auf der sicheren Seite. Alleine hier wegen den Broten. Also, das ist eigentlich kein Ding. Und dann sieht es halt gleich nicht mehr so fröhlich aus. Aber ist immer noch nett. So, wir gehen mal kurz nochmal nach hier hinten. Sehe ich hier irgendwie, dass gearbeitet wird? Nee, in dem Sinne nicht. Ach, da fehlen auch immer noch Werkzeuge. Das gibt's ja nicht. Stellt mal mehr Werkzeuge her. Hier oben. Das ist ein Befehl. Also, dass man halt Werkzeuge braucht, um eine Schmiede zu bauen, die dann Werkzeuge herstellt? Na, ich weiß nicht. Hier arbeiten zwei. Kohle und Eisen. Ja, wird eigentlich hergestellt. Da haben wir drei Sammler zugewiesen. Okay. Hier oben haben wir, glaube ich, auch schon zugewiesen. Dreie. Und man sieht, die sammeln eben wirklich hier oben. Bestens. Da könnte man hier nochmal einen Marktplatz hinstellen. Jetzt habe ich das mit dem Marktplatz irgendwie raus. Beziehungsweise ich habe es natürlich jetzt nicht raus. Wir hatten es schon raus, aber... Ja, ich setze jetzt mal darauf.
dass es an den Marktplätzen liegt, dass das hier so runtergeht. Häuser fehlt. Was fehlt es euch denn jetzt noch? Gibt's ja nicht. Mein Gott, jetzt fehlt ihn. An allen Ecken und Enden fehlt ihnen was hier den Leuten. Nahrung ist okay. Dienstleistung findet der zum Beispiel okay. Ja, der ist aber auch zufrieden. Ja, wie gesagt, also Häuser müsst ihr selber bauen. Dafür haben wir hier das Ganze. Ja, da wird, glaube ich, auch gebaut. Nee, das. Doch, Wohnhaus. Die warten auf den Baumeister. Ich glaube, unsere Baumeister sind auch ein bisschen überfordert, weil jetzt so viele Bauvorhaben da sind. Und das mit den Werkzeugen kommt nicht in die Gänge. Ja, das geht langsam wieder auf. Das ist okay. Ja gut, sonst müssen wir halt dann mehr Werkzeuge importieren. Es hilft ja nichts. Jo, aber ansonsten, ich meine, es gedeiht immer noch. Ja, immerhin ist mal noch einer geblieben. Da bin ich ja glücklich. Man müsste eine Anzeige kriegen, wo jetzt im Prinzip Leute fehlen. Wenn natürlich gewisse Leute gehen, weil sie unzufrieden sind, dann hinterlassen die Spuren. Sprich, irgendwo wird dann wahrscheinlich eine Arbeitsstelle frei. Zum Beispiel hier. Und das wäre natürlich schon schön, wenn man da eine Meldung kriegen würde. Ja, ja gut. Es läuft trotzdem, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann sagen wir ja bei regnerischem Wetter. Tschüss, danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Macht's gut, bis dann, bye bye.